Im heutigen Video versuche ich ein eigenes Resource Pack nur mit Dingen aus dem Internet zu erstellen. Für Texturen muss ich zum Beispiel immer das erste Bild der Google-Suche benutzen und für Sounds das erste Ergebnis auf YouTube. Als wäre das noch nicht kompliziert genug, habe ich außerdem einige Itemnamen extrem oft durch den Google-Übersetzer laufen lassen und sogar neue Splash-Texte und Credits mit einer künstlichen Intelligenz generiert. Wenn ihr also wissen wollt, wie verrückt so ein Resource Pack aussieht und wie viele Downloads es im größten Minecraft-Forum der Welt bekommen hat, dann bleibt jetzt unbedingt bis zum Ende dran. Lasst außerdem gerne jetzt schon mal ein Like und ein Abo da, wenn euch die Idee gefällt und kommentiert auch mal, was für verrückte Packs ich noch machen soll. So, jetzt aber ganz viel Spaß bei meinem Versuch, ein eigenes Resource Pack nur durch Google zu erstellen. Dafür suchen wir uns als Beispiel einfach mal irgendeine Textur raus, die uns jetzt gerade nicht so gefällt und die wir ändern wollen. Zum Beispiel die Cobblestone-Textur, ich denke, die solltet ihr alle kennen, die ist relativ basic. Dann gehen wir in den Browser unseres Vertrauens auf die Google-Seite, geben hier Cobblestone ein, drücken auf die Bildersuche. Ja, und heute müssen wir dann einfach immer das erste Bild nehmen, was wir hier finden. Dann ziehen wir hier, wie gesagt, diese Textur rein. Ich hoffe einfach mal, dass sie nicht Copyright geschützt ist. Das wäre jetzt blöd. Neue Sounds funktionieren relativ einfach. Dafür benutzen wir YouTube, was ja auch zu Google gehört. Geben hier einfach mal Stone Sound Effekt ein. Ja, und auch da nehmen wir dann wieder direkt das erste, was kommt. Wie gesagt, möchte ich allerdings auch noch einen neuen Namen für Cobblestone haben. Und was eignet sich da besser als der Google-Übersetzer? Hier stellen wir das Ganze auf Englisch, geben Cobblestone ein und dann heißt in unserer Version Cobblestone halt nicht mehr Bruchstein, sondern einfach Kopfsteinpflaster. Alright, Freunde, wir sind jetzt in-game und hier habe ich jetzt mein Resource Pack. Wow, was ein guter Spawn, wenn ich mir Cobblestone anschauen will. Das ist wirklich der mieseste Spawn, den ich je gesehen habe. Und das erste Festland, was ich finde, ist eine Pilzinsel. Also, das ist wirklich ein Seed, sowas habe ich noch nie gesehen. Naja, trotzdem, jetzt wollen wir ja erstmal den neuen Block ausprobieren. Und der sieht jetzt erstens hier mit dieser Google-Textur sehr, sehr weird aus. Und zweitens, was euch hoffentlich auch auffällt, wenn wir das platzieren, es gibt einen neuen Sound. Ich bin sehr glücklich, dass das Ganze funktioniert hat. Ich habe nicht damit gerechnet. Ja. Und ich werde genau auf die Art und Weise jetzt ein komplettes Resource Pack machen. Natürlich ändern wir heute nicht nur Blocktexturen, sondern auch Itemtexturen. Wenn wir hier zum Beispiel einfach mal die Itemtextur von einem Kuchen ändern wollen, dann gehen wir natürlich auch hier wieder auf Google, das ist klar. Geben dann hier Cake PNG ein, also dass es so eine transparente Datei ist. Ja, und jetzt ist das hier das erste, was kommt. Das ist sogar wirklich transparent, dann speichern wir das Ganze. Ja, und auch wenn das Ganze gar nicht zu Minecraft passt, werden wir es jetzt natürlich im Resource Pack Ordner speichern. Alright, Freunde, also ich habe jetzt 1,5 Stunden lang ganz, ganz viele Items replaced und ihr seht schon, das war auf jeden Fall eine Menge Arbeit. Es sind sehr viele lustige Bilder rausgekommen. Okay, Freunde, also bei den Sounds habe ich jetzt auch ein bisschen was geändert. Was genau? Lasst euch überraschen, das besprechen wir gleich. Das bedeutet, uns fehlt jetzt nur noch ein was und das sind die Item bzw. hier alle anderen Namen von irgendwelchen Sachen in Minecraft. Oh, Singleplayer könnte man ändern. Was würde das denn direkt übersetzt heißen? Die meisten Übersetzungen sind halt ziemlich basic, also Singleplayer heißt übersetzt Einzelspieler und das reilt auch der Google-Übersetzer. Deswegen habe ich mir nochmal was ganz Besonderes überlegt, indem wir einfach dieses Wort erstmal zum Beispiel auf Französisch übersetzen, dann kommt da Solo raus, dann können wir das Ganze tauschen und wenn wir das dann in Deutsch übersetzen, heißt es einfach Solo. So, dann gehen wir hier links in die Datei und benennen Singleplayer einfach zu Solo um, weil das sagt der Google-Übersetzer. Okay, Freunde, es ist soweit, das Pack ist fertig, ich kopiere das Ganze in den Resource-Pack-Ordner. Dann starten wir Minecraft und es geht los. Ihr merkt schon, es sieht ein bisschen anders aus als normalerweise. Ich denke, was euch vielleicht als erstes auffällt, ist die Hotbar. Und ja, ich habe da Feuer hingemacht, weil das Ganze Hotbar heißt. Dazu sind wir in einem Dschungel gespawnt und da könnt ihr direkt auch die nächsten Blöcke sehen. Und zwar Vines. Das war früher sowas ähnliches wie TikTok, als ich noch jung war. Oh, Oak Leaves habe ich verändert. Die sehen irgendwie aus wie irgendwas Illegales. Ah ja, und Oak Logs sehen natürlich auch anders aus. Hier in der Mitte haben wir halt auch ein normales Innenleben. Und wir sind direkt beim nächsten Block direkt. Und zwar Gras, oder wie es hier heißt, der graue Block. Ich habe nämlich den Grasblock ganz oft durch den Google-Übersetzer reingehauen. Und deswegen heißt das Ganze jetzt grauer Block. Ihr seht, die Textur sieht irgendwie weird aus, sehr, sehr realistisch. Genau wie der Sand, auch den habe ich natürlich ein bisschen anders gemacht. Auch einfach eine Google-Textur. So, dann haben wir hier noch das Gras. Das ist der erste Block, der wirklich gut aussieht, würde ich sogar sagen. Und
Und sonst ist hier erstmal alles normal. Vergesst, was ich gesagt habe, Freunde. Und zwar ist das hier einfach ein Bild von einem Vulkan, was halt das erste Bild bei der Google-Suche war. Das Ding ist nur, Lava ist animiert, deswegen wird das hier in so 8 Frames abgespielt die ganze Zeit. Ah, Stein haben wir hier noch. Stein ist auch einfach eine Google-Textur, nichts Besonderes. Der Sound ist wie gesagt anders. Ich weiß nicht, ob ihr das hört, aber das haben wir ja direkt am Anfang geändert. Hier haben wir noch Zuckerrohr, was auch realistisch aussieht, würde ich sagen. Irgendwas stimmt mit dem Wasser nicht, glaube ich. Werten Sie Ihre Flaschen auf oder überdenken Sie Ihre Lebensentscheidungen mit Netherite-Barren? Ich weiß auch nicht, was damit gemeint ist. So, also ich habe zum Beispiel den Sound von einem Pick geändert. Ihr merkt schon, das hört sich sehr, sehr an, als würde es leiden. Geht's dir gut, Kollege? Ah, mir auch nicht. So, das Schaf habe ich auch geändert. Auch da wieder die Textur. Guckt euch das an. Es tut mir leid, aber ich konnte nicht anders. Also erstmal haben wir hier ein TNT. Das ist das Logo von diesem Fernsehsender oder so. Ich bin mir gar nicht sicher. Dann haben wir ein Feuerzeug. Das ist einfach ein Big-Feuerzeug. Und jetzt, Freunde, hört euch mal den TNT-Sound an. Immer wenn TNT aktiviert wird, kommt ein Jeremy Fragrance-Sound. Gebt euch das, Freunde. Power! Oh mein Gott, wie dumm ist das? Was mache ich mit meinem Leben? Falls ihr euch wundert, warum das Ganze ein Fahrradfahrer ist. Es gibt irgend so eine Marke, die, keine Ahnung, Fahrradzubehör macht oder so und die heißt halt Gravel. Deswegen war das Ganze die erste Google-Suche und deswegen sieht Gravel jetzt einfach aus wie ein Fahrradfahrer. Die Oak Planks sind sogar eigentlich recht schön, da kann man einen wilden Boden draus machen. Dann gibt es noch Goldblöcke, das ist einfach nur Gold und die haben auch einen ganz besonderen Sound. Hier haben wir einen Schwamm, der halt SpongeBob ist. Warum? Naja, ich denke, das muss ich keinem erklären. Wir haben Obsidian, was es übrigens auch in Real Life gibt. Deswegen ist das hier halt einfach ein Bild von einem Obsidian-Klumpen. Hier haben wir Netherrack. Das gefällt mir sogar eigentlich ziemlich gut und geht schön ineinander über. Ach ja, und wenn wir gerade schon Obsidian hatten, dann haben wir hier natürlich auch noch Crying Obsidian. Ach ja, und Iron ist übersetzt in Deutsch einfach Bügeleisen. Deswegen hat das Eisen eine Bügeleisentextur. Und genau deswegen ist das Eisenerz einfach normaler Stein, aber da sind Bügeleisen drauf. Okay, Freunde, könnt ihr erraten, was das hier für ein Item ist? Ja, richtig. Das hier soll eine Rose sein und das hier ist Rose aus Titanic. Der Oak Sapling sieht einfach aus wie ein kleiner Baum. Irgendwie hat das was. Es gefällt mir. Seid ihr bereit für den absoluten Dripstone? Ja, das ist ein Dripstone mit Grills, also mit Zähnen aus Diamanten. Das hier, Freunde, ist der Slime-Block. Und falls ihr jetzt verwirrt seid, warum, was hat das mit Slime zu tun? Das hier ist irgendeine kleine Band, die scheinbar Slime heißt. Mehr habe ich nicht herausgefunden. Freunde, das hier ist ein Akazienboot. Einfach so eine Mutter, die mit ihrem Kind rudern geht. Und das hier ist die realistische Elytra. Das sind einfach Flügel. So, das hier sind Emeralds, die sehen cool aus. Das hier sind Dias, die sehen aus wie DaBaby. Dann haben wir hier noch eine Schüssel, was wirklich einfach nur eine normale Schüssel ist. Wir haben einen realistischen Eimer, wo ich direkt wieder Lust kriege, Alkohol zu trinken. Wir haben eine Feder und alle Bücher, sowohl die normalen als auch die enchanteten Bücher, sind einfach Harry Potter Sachen. Ach ja, und ich habe als Overlay für alles Enchantete Barney Stinson genommen, weil er der einzige Magier ist, den ich kenne. Enderperle und Enderauge sehen eigentlich gar nicht so schlecht aus. Freunde, das hier ist die Blaze Rod. Scheinbar gibt es irgendeine Kinderserie, die Blaze heißt und wobei es um Monster Trucks geht. Ja, und deswegen ist das jetzt die Textur für eine Blaze Rod. Yo, Silvester, Feuerwerksraketen. Wir haben hier einmal ein Apple, was halt einfach das Apple-Logo ist, weil das als erstes kam. Dann haben wir Brot. Falls ihr verwirrt seid, das Ganze ist eine Bernd-das-Brot-Tasse. Das hier ist das goldene Schwert. Das hat der Google-Übersetzer draus gemacht. Das hier ist Roher-Kott, also roher Fisch. Das Ding ist nur, ich habe ganz normal Cod gegoogelt. Dann kamen aber natürlich nur Ergebnisse für COD raus, also für Call of Duty. Das hier ist der Kuchen, das habe ich euch ja gezeigt. Wenn man den platziert, sieht es normal aus. Dann haben wir den Cookie, das ist ein Subway-Cookie, sieht sehr krass aus. Wir haben rohes Fleisch, das ist rohes Fleisch, obwohl wie January ist, das ist mir egal. Wir haben ein rohes Huhn. Wir haben gebratenes Huhn, was, naja, die Weiterentwicklung davon ist. Dann haben wir Karotten, ein Bündel Möhren. Wir haben rote Beete. Ach ja, und gebacken
gebackene Kartoffeln, die wirklich lecker aussehen. Vielleicht mache ich mir das heute zum Abendessen. Hier das Schwert, das ist einfach so ein Kinderholzschwert, was auch lustig aussieht. Und jetzt haben wir den Bogen. Falls ihr verwirrt seid, warum das Ganze eine Schleife ist. Bow ist Englisch und bedeutet übersetzt einfach Schleife auf Deutsch. Deswegen sieht die Textur hier auch so aus. Und naja, wenn man die zieht, dann spannt sich diese Schleife und schießt mit Pfeilen. Aber nicht irgendwie mit Angriffspfeilen, sondern mit Pfeilen, wodurch man irgendwo drauf zeigen kann. Ah ja, und dann wäre da natürlich noch das Totem of Undying, was auch sehr, sehr realistisch ist. Und wenn ich mich damit einfach mal umbringe, dann merkt ihr schon, kommt wieder der Süß-Sound und eine sehr wilde Animation. Was ist hier los? Außerdem habe ich auch die Diamantrüstung geändert, also jetzt nicht hier die Icons, die sehen alle normal aus. Wenn wir uns das Ding hier allerdings anziehen, dann werdet ihr sehen, das hier ist alles andere als normal. Ich habe nämlich die gesamte Diamantrüstungstextur einfach durch richtige Diamanten ausgetauscht. Ich will jetzt allerdings natürlich noch wissen, wie dieses Resource Pack bei der großen weltweiten Minecraft Community ankommen würde. Deswegen lade ich das Ganze jetzt einfach mal auf irgendeiner Internetseite hoch und dann sehen wir, wie viele Downloads das Ganze bekommen wird. Die Begründung ist, dass ich dazu gar nicht die Rechte besitze, um das Ganze hochzuladen, was Sinn ergibt, weil die habe ich wirklich nicht. Ich hoffe, ich werde nicht verklagt. Wenn euch das Video und auch dieses dumme Resource Pack trotzdem gefallen hat, würde ich mich jetzt extrem über ein Like und ein Abo freuen. Ihr könnt natürlich auch gerne mal kommentieren, was für dumme Resource Packs ich noch machen soll. Das Ganze war auf jeden Fall sehr, sehr viel Arbeit und so könnt ihr mich supporten. Danke, dass ihr das Video bis hierhin angeschaut habt, damit es sich immerhin ein bisschen gelohnt hat. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann am Samstag wieder zum nächsten Video. Haut rein!